Hi! Also, so wie es aktuell aussieht, wollen die wohl noch einen anderen Server aufmachen. Mal gucken. Dann weg von G-Portal und hin. Dankeschön. Hin zu irgendwas anderem. Aber dann Richtung Root-Server. Oh. Also je weniger Leute auf dem Server sind, desto besser läuft der. Ja, ich würde mal sagen, wir zocken mal was anderes, bis es neue Infos gibt, weil ich will jetzt nicht weiterspielen und dann werden die Daten zum Beispiel nicht mit rübergenommen. Also, ja. Wieso zeigt er das denn an? Das. Ah, weil ich unten auf die Taskleiste drücke. Okay. Ja, also so wie es sich gerade im Stream bei den anderen angehört hat, wollen die das jetzt zeitnah machen. Das heißt, geführt jetzt alle raus und dann... Ja. Warte, ich kann ja mal eben gucken. Ah, Werbung. So, mal gucken, was da der aktuelle Status ist. Okay.
dann versuchen wir jetzt was anderes. Ein bisschen spackt das beim Abbau noch, aber sonst. Wenigstens droppt er schon mal ein Holz, das ist schon mal etwas. Der Server läuft so viel besser. Ja, der ist nicht perfekt, aber er läuft schon mal viel besser. Das stimmt schon. Da müssen wir nur Stresstest machen mit allen. Ja, so, ja eigentlich ja. Aber das was Ding ist mit dem Rest? Sind die jetzt alle schon offline heute oder was? Das weiß ich nicht. Ich bin in den Streams nicht drin. Das Ding ist, die melden sich ja auch im General Chat nicht. Geht das jetzt eigentlich mit Bäumen direkt abbauen? Da kann man ja ganze Bäume abbauen. Geht das? Die Taste neben 1 musst du gedrückt halten und dann Baum abbauen. Genau. Ultima. Ruhig nicht bewegen. Hä? Geil. Nein. Rotiert das noch bei anderen Sachen außer Bäumen? Ja. Ja, bei jenen Sachen. Ja, alles. Einmal alles. Du kannst auch, wenn du sneakst und dann nochmal die Taste dann mit dem Mauskraft und Vorteil. Oh Gott, das spiele ich. Ich glaube, das ist. Ist deine Eingabe auch so verzögert? Ja. Ich dachte, es ist mein PC jetzt irgendwie, dass ich jetzt. Ich drücke Escape, 5 Minuten später drückt der Escape. Nee, das wird dein Game sein. Oder dein PC. Kevin? Ja. Das habe ich seit dem neuen Prozessor öfter mal, wenn ich jetzt zum Beispiel YouTube nebenbei gucke, aber jetzt habe ich ja gar nichts nebenbei an. Daycock, hast du eigentlich. Wie heißt du eigentlich richtig? Kann ich dich mit einem richtigen Namen ansprechen? Wäre das okay? Weil Daycock klingt so komisch, sorry. Ich bin gleich tot hier. Nee, eigentlich heiße ich Daycock. Also Daycock. Daycock. Ja, so eine Art. Okay. Und hast du auch einen richtigen Namen wie Kevin oder Johannes oder keine Ahnung? Ja, aber den will ich nicht preisgeben. Aber du brauchst dir keine Gedanken machen. Das sind nur 3 Buchstaben zu meinem Nachnamen dazu. Und das sind die ersten 3, nicht die letzten. John. Ja, wichtig wäre eigentlich nur der Vorname. Dein Nachnamen will ich eigentlich gar nicht wissen. Na, ich dachte, das wäre das Schlimme an dem Namen. Nee, das klingt halt nur so komisch. Daycock. Sag einfach Daycock. Oh, das geht auch. Daycock. Ja, warum fliegt der heißt du voll auf? Warum nicht? Wegen der Sicherheit. Mhm. Also, ich muss mal kurz Discord mal starten. Jo. Also, ich hab gleich meinen ersten Tod. Ich finde nichts zu essen. Ja, ich bin auch recht gut. GG. Ich kann seit angegriffen hier. Aber ich schwimme ja nicht mehr Fische im Wasser. Durchhauen hier. Rettet mich Fische vor dem Ertrinken. Könnt ihr nicht einfach so eine Motte zufügen, wo man alles essen kann? Nee. Zumindest meldet sich G-Port ja auch mal zurück. Support. Technisch. Ja. Irgendwas läuft da. Ich frage mich immer, warum die immer erst gegen 0 Uhr sich melden, Digga. Ist das eine andere Zeit bei denen? Kommen die aus den USA oder was? Es sind ja nicht, glaube ich, nicht nur Deutsche, die da haben. Hast du Essen gedroppt? Inferium Essence. Das kann ich nicht essen, glaube ich. Nee, das kannst du nicht essen. Mir wäre sogar ein Zombie lieb. Ich hab nur 2 Hunger. Ein bisschen Rotten Flash können. Ja, wenigstens irgendwas. Oder so ein Dirtblock, den ich mir mal zwischen die Kiemen stecken kann. Irgendwas zum Essen. So ein Dirtblock. Hallo. Ich muss das Headset aber neu starten, das hat Probleme gemacht. Resonatikristall. Okay. Oh Gott, ich bin gleich tot. Nee, mit dir. Nee, doch. Digga. Wir sind überall untote Reiter, da willst du mich verarschen, oder was? Was ist das? Raw Aluminium, okay. Kann ich das einfach nur im Ofen schmelzen oder muss ich dafür extra Sachen machen? Nee, kannst du nicht. Ist auf Eisenniveau, oder was? Hm.
Also ich nehme an, dass der Server in ungefähr 2 bis 3 Minuten crashen wird. Ja, fängt schon wieder an, ne? Ja, schon die ganze Zeit. Das bei 4 Leuten eben gerade, jetzt sind 6 drauf. Das ist eigentlich nicht normal, ne? Das ist schon hammerhart, das ist schon hammerhart, ey. Deswegen ist es doch vielleicht doch eine gute Idee, wie ihr schon macht, jetzt im Hintergrund jetzt noch die anderen Dings fertig machen. Ja, deswegen sage ich ja, alles, was ihr jetzt macht, das wird nicht übernommen, weil wir es nicht abgespeichert haben. Wir haben es jetzt bis zum Start quasi alles abgespeichert, aber alles, was wir jetzt machen, ist nicht mehr mit rüber genommen quasi auf einem anderen Server, ne? Wir wollen jetzt einfach nur essen. Kurz einen Test auf die Porte machen. Ja, also ich töte nur alles, was sich bewegt, um zu hoffen, dass ich was essen. Ne? Gar nichts. Gibt's hier nirgendwo was zu essen? Sonst sehe ich ja irgendwelche Schafe oder so. Also was gibt's hier ja scheinbar nicht mehr. Ne, du lachst. Ich sehe gar nichts. Bei mir ist auch nicht viel. Nur irgendwelche grünen Viecher, die nichts droppen. Ein Enderman, den ich auch nicht essen kann. Bienen kann ich auch nicht essen. Mhm. Blumen auch nicht. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Also an Bäumen hängen immer Früchte. Kann ich die essen? Ja. Ich hab mir so eine komischen Dinger gesehen. Mal gucken. Da kannst du einfach einen Rechtsklick drauf machen, dann kriegst du einen Apfel zum Beispiel in die Hand. Ein Apfel? Ja, oder... Achso, wenn du jetzt die Frucht hast. Ja, genau. Ich geh mal in die Cave hier rein, wenn ich sterbe, ist das so. Oh nein, Spin! Cobwebs, nicht gut, lass mich raus! Ganz schnell weg hier. So, wo war das Bäumchen gewesen? Weg. Sag jetzt nicht, dass ich die schon abgeholt habe. Schöne Orange. Tomaten-Seeds. Schmack. Wir müssen 3 Stunden lang essen, wenn wir lieber als gar nicht. Was ist denn das? Kann ich das essen? Flex-Seeds. Okay, scheinbar nicht. Oh, da hat da hingepasst. Irgendwas hängt da. Muss ich da rechts legen oder kann ich einmal abbauen? Was? Ein Früchten. Fick. Okay. Weiß noch nicht, was Fick ist, aber ich denke mal, was kannst du essen. Entschuldigung? Fick essen. Mit G. Nicht CK. Oh, lass das doch. Alter, warte. Boah, erstmal mein Inventar sortieren, ey, meine Fresse. Ich hab schon mein Schwert, eine Axt. Ich hab solche Material. Axt, ist auch gut. Selbst schon Uran oder Eisen. So. Nee, Eisen. Eisen. Verdammt. Gib mir eine Stunde, bin ich voll. Einer. Kohle habe ich auch schon. Im Ferien mache ich auch schon. Richtig. Yeah. Also wir testen ja jetzt zum Glück erstmal nur und ja, mal gucken. Aber aktuell sieht's aus, als ob's demnächst irgendwann crashen wird. Und ich laufe jetzt hier einfach nur, um zu gucken, ob sobald neue Chunks geladen wird, ob das Spiel crasht. Hol ich eine Chain? Ja, einfach erstmal hier rumlaufen und mal gucken. Und es wird einfach nicht gespeichert wegen der Zeit. Ja, ist einfach Game Mode, wetten. Nein, X-Ray. Nee, Lukas. So, das hab ich nicht. Der cheatet. Ich seh schon, der cheatet. Der hilft, der ist selber an. Ja, Game Mode. Gleich melden. Der hängt doch. Der hängt da rum. Nur erst mit den Admin Report. E-Port. Aber bis jetzt läuft es mit uns ein paar Leuten. Das heißt, je mehr Leute es werden, desto länger dauert es, desto Glück haben. Oh ja, okay. Mein Rechner macht gerade Faxen.
Oh Gott. Was ist das denn für ein Hexenturm da neben uns? Was ich schade finde, dass ich euch auf der Map nicht sehe. Eigentlich schon, aber nicht auf der Minimap. Nur auf der Minimap sehe ich euch ja. Die große ist auch nicht wirklich die richtige Map, das ist nur so diese Tank-Safe-Ding. Ja, aber jetzt können wir ja die Chance nutzen, hier so ein bisschen zu erkunden und dann wissen wir später, wo wir hin müssen, um zum Beispiel Sprucewood und Dark Oak zu kriegen. Können wir mal dein Tor hier wieder aufzumachen? Das Essen dauert so lange. Warten wir einfach mal, bis der neue Server ist. Dein Tor geht nicht auf. Für den Gang. Aber der neue Server ist wohl schon am Laufen. Ah, okay. Deswegen das heißt, ist gerade alles, was du jetzt da änderst. Ich habe gerade auf die schmerzsame Art und Weise herausgefunden, dass Lootkisten nicht immer gut sind. Nein. Ja, das dachte ich auch gerade, aber irgendwie. Das Essen dauert trotzdem noch ewig und drei Tage. Ich hab das TNT nicht gehört, was über meinen Lauf spreche. Ich hab mir raus. What? Ich hab wieder die Kiste gerade achtmal und wundere mich, warum passiert nichts. Da hast du bestimmt blöd geguckt. Ich hab jetzt hier echt alles. Gott. Wie ist das denn? Ein neues oder noch? Ich hab mir eine neue IP. Ja, das denke ich auch. Aber... Ja. War ja an sich zu erwarten. Aber interessant, dass der jetzt so lange durchhält. Aber bis jetzt wurden auch noch keine neuen Chunks generiert und wenn du mal nach vorne guckst auf der Minimap, wir sind an der Schankgrenze angekommen, also wird, ja. Ja, gehe ich auch davon aus, so ein bisschen mehr RAM reingehauen. Ja, könnt ihr euch die Leistung ja gerne mal vorstellen. Okay, habe ich. Du kannst nicht mit dem Boot fahren. Du kannst mit dem Boot nicht über den Ozean fahren. Die kannst du laden, aber nicht. Ja. Lytra sowieso nicht. Zockt auch bei uns den Call. Okay.
runtergefallen, wäre ich tot. Naja, und dann kommt es ja immer noch drauf an, auf was die, die Minecraft-Instanz laufen haben, ne? Eventuell, wie ich die Bildverzerrung ausstellen kann. Ja, also wenn du sprintest, hast du ja diese Bildverzerrung, diese Animation für Sprinten. Die kannst du eigentlich ausstellen, aber mit dem Mod-Menü für das bessere Einstellungsmenü bin ich da. Nur in den Einstellungen kannst du auf Kopf schütteln, wenn ich weiß nicht, wo genau das gerade ist. Und das ist halt diese Verzerrung, die du wahrscheinlich meinst. Aber ich kann mir gerade nicht sagen, wo das ist, weil ich gerade nicht im Game bin. Was ist hier los? Was soll hier los sein? Ich gebe mir gleich Spiritusglas rein. Wird es dir schmecken? Das hält mich ja wach. Das wird bleiben. Ich glaube noch nicht mal, dass RAM das großartige Problem ist, sondern wirklich die Zugriffszeiten auf die Festplatten. Und ich weiß nicht, was für ein System da im Hintergrund läuft, aber... Das sind meistens die Probleme, die dann bei sowas auftauchen. Jeder Block bei dir in der Truhe, was ist ein blauer Block? Nee, das ist ein Edelstein. Da hinten sind zwei Leute. Habe ich irgendwas verpasst? Hab ich was verpasst? Eigentlich nicht, ne. Okay, danke. Ich bin dran nebenbei am Schneiden, darum eigentlich nicht gestoppt. Was hört? Ich muss das auch unbedingt einstellen, dass keine wir Sorge, ich angezeigt werden, ey. Was meinst du jetzt? Ja, wie zum Beispiel bei dir ist das ja jetzt oben. Bei dir ist das Glasbuch wieder im QS, aber wenn ich schicke. Das geht mir voll auf den Sack. Nee, in einer Weise gut. Ja, in einer Weise gut, aber es, ich kann auch sehen, dass das Gras ist. Ja gut, aber es gibt noch das? Manche Sachen... Macht mich das kalt? Ja... Aber der muss es ja auf die Platte schreiben und wieder rausziehen, also deswegen wäre das so, oh Gott, eine Vermutung, die ich hatte. Aber das Wichtigste natürlich die CPU. Weil das Shunkloading funktioniert mittlerweile, das ist auch sehr spannend. Ja, dann kommt da irgendwie so ein simpler Quad-Core zum Einsatz und das war's. Und dann kann ich mir das auch vorstellen, ja, hast recht.
Alter, läuft das komisch. Oh, ich krieg meine Blöcke sofort gejobbt. Oh, da haben wir was Neues. Oha. Nur zu zwei, ne? Herr Koch und ich bin nur drin. Ich hab mich auch gerade schon gewundert, aber ja, ich hab's mal aufgegeben. Ich mach den Mauer nicht mehr lange. Ey, bringt ja unnötig, wenn ich jetzt hier nur weiter zocke. Das ist ja sowieso alles weg.